Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind wieder auf Zephyr, yay! Und warum bin ich da? Muss ich? Okay. Ich muss den Weg hier nach draußen fahren. Muss ich da hoch? Alles klar. Weiß nicht. Boah, ich komme hier echt nicht klar. Da lang, ne? Ich komme mit so Karten nicht klar. Wieso nicht so eine normale Landkarte? Das wäre einfacher. Dead Space hat auch so eine Karte, mit da komme ich auch nicht klar. So, jetzt muss ich da hoch, glaube ich, ne? Dieses eine Viech haben wir natürlich wieder nicht geschafft, weil das hat irgendwie, weil er nicht mit zwei Schlägen fertig macht. Habe jetzt auch keinen Bock drauf, jetzt mich dran rumzunerven. Das ganze Boss hier mache ich irgendwann später platt. Mir vorgenommen. Und ja. Wir machen jetzt erstmal mit der Story weiter. Weil die irgendwie einfacher ist. Offensichtlich. So, ist einfach da durch. Und jetzt muss ich dahin, wo ich vorher nicht hin konnte. Ich glaube, da war irgendwas zum Überladen, genau. Schieß. So. Ja, ich meine, da war irgendwas zum Überladen wahrscheinlich, ne? Deswegen kam ich da noch nicht vorbei. Also ja. Wir haben so ein merkwürdiges, weil nicht so Abstand zwischen deren Schüssen. Okay. Hi. So, kein Bock drauf. Genau, wir sind irgendwie in der Kiste noch. Oh, ich dachte, ich kann das kaputt machen, bevor er explodiert. Schon wieder ein Ding verballert. Fängt schon mal sehr gut an. So, und jetzt kann ich hier was machen. Genau. Dann zeig mal. Gute Arbeit, BD. Gut, Fortschritt. Nein, nicht wieder rangehen. Wir sind gerade von da gekommen. Wir kommen auch, glaube ich, gar nicht mehr zurück. Ne? Du dummes Ding. PD1, Mann. Dann fängst du an. So, jetzt hätte ich gerne so ein Meditationsding, damit wir auch den ganzen Weg nicht hier wieder zurückrennen müssen. Wenn wir frecken. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir im neuen Gebiet, ne? Darunter. Wir kommen der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Oh, hat gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, wir sind noch gar nicht da. So, das Meditationskreis. Finde ich schon mal sehr gut. Na, hier, wollte schon sagen. Ich habe gerade so einen Strahl gesehen. Wie so am Licht am Ende des Tunnels. So, das, auf was ich mich irgendwie am meisten immer freue. So, neues Gebiet. Dann zeig mal. Danke für die Hilfe. Hm.
Bilder kann man die schon mal sehen. Oh Gott, da ist wieder. Ich schieße nie daneben. Ja, er ist sehr gut zurückgeschossen, du. So, ich habe so Gefühl, ich will erstmal den erledigen. Sie wehren sich immer noch unklug. Nein. Hilf mir bitte. Unbedeutend. Hack den. Minderwertiger Jedi. Ja, du hilf mir. Prügel. Ich hoffe, er war nicht gegen mich gerichtet. So, ihr beiden gehört jetzt mir. Nein, ich verprügel, den will ich auch noch haben. Gut. Sehr gut. Ich erinnere euch K2 und K3. Bereit für eine Seilrutsche? Mal gucken, wie viele Sachen kann ich hier noch machen irgendwann. Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist das denn? Kannst du nicht irgendwie an einer so eine Bank direkt all diese Upgrades anbringen? Oder ist immer nur so ein Ding irgendwie da gerade am Liegen ist, hat mir nur direkt alle Upgrades an. Ist eine Seilre. Oh, das ist doch mal nicht schlecht. Ja, so hätte ich an dieses eine Upgrade kommen können auf Kashyyyk. Dreck. Da guckt sich einer an, schön. Da ist mir auch direkt noch mal hier eingefallen. So, mal den hier. So. Das ist wahrscheinlich da, wo ich hin muss, ne? Dreck. Ich dachte, ich finde ja schon wieder was Geheimes. Oh. Nee, da ist das. Nee, warte mal. War da jetzt was oder bin ich jetzt ganz blöd? Hinter mir ist was. Oh. Wo denn? Ups, nein. Da oben war irgendwas. Ne, so erstmal holen wir uns den hier ab. Rip. Okay. Ich habe keinen Grund mehr darunter zu gehen, ne? Ich ja schon fast irgendwann gerne mal nach Kashyyyk zurückkehren. So, irgendwas ist doch hier. Da unten ist was Grünes, oder ist halt einfach nur dieses. Ich habe das einfach nur die Maschine, ne? Die ich da aktivieren kann, die ich überladen kann. Hallo, na. Ich verfolge ihn. Der ist nicht tot. Alles klar. Ustad. Hierher, BD. Hier einer. Sich einfach immer wieder erholen. Ich will auf den Arm nehmen hier. Oh, da ist noch einer. Oh ja, ja. Okay. ja. Alles klar. Gibt es noch irgendwas? Ne, okay. So,
Ich glaube da, ne? Von da bin ich gekommen, oder? Nee. Von da bin ich gekommen. Mhm. Ja. Okay. Häng nicht da dran. Hilf mir lieber hier heranzukommen. Na, wenn ich will ich irgendwie da rum rutschen und der ist weg, ey. Gott. Gut, was haben wir hier? Zeig mal. Ups. Oh, da ist eine Abkürzung. Ich habe ich beinahe nicht gesehen. Aua. Na, Dreck. Doch, der will irgendwie an der Wand explodieren oder so. Ja, da hat mich beinahe umgebracht. Geil. So, Abkürzung freigeschaltet. Oh Gott. Okay, hab ich jetzt eingesammelt? Ja, ne. Tschüss. Ah! Nicht anfassen. Da bitte verfolgt mich jetzt nicht den ganzen Weg. Oh, ehrlich? Oh, das ist jetzt echt sehr blödes Timing, weißt du halt eigentlich. Ja, war ja wieder super. Ich habe nur da unten den Text gesehen, Auslöschungstruppe. Ich so, oh Gott, muss das ausgerechnet jetzt sein? Vor allem diese Abkürzung bringt es, glaube ich, irgendwie gar nicht. Muss ich ja trotzdem an diesen drei Leuten vorbei und diesen Droiden und... Oh. Bringt's doch gar nicht so, finde ich jetzt. Okay, keine Ahnung. Wie gehe ich denn jetzt am besten da lang? Ich glaube, ich gehe sogar die Abkürzung jetzt hier lang. Ich hoffe, die bringt es ein bisschen besser. Und da oben, da müsste ich dann gegen so 3-4 Leute oder so auf einmal kämpfen. Ich glaube, der Weg ist ja einfach noch ein bisschen kürzer. So. Warte mal, ich habe eine Idee. Aber ich glaube, die können wir gar nicht folgen von... Ja. Hi, na. So, das war eigentlich gut, weil jetzt habe ich meine Macht direkt wieder bekommen. So. Viel besser, BD. Okay. Arbeit, BD. Du bist der Beste, BD. Ausgezeichnet, BD. Jawohl, Herr Kommandant. Sehr wohl, Herr Kommandant. Hübsche Augenbrauen, Herr Kommandant. In alle zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherzen sich kein Stück um die Geschichte. Was? Er hat keine Chance gegen uns. Er kann uns nie erreichen. Ja, jetzt
quetschen die sich so zwischen den Dinger. Was? Schön. So, halt. Ich habe da was Schönes gesehen. Oh. Wir werden noch härter arbeiten. Willkommen rein, Offizier Crane. Nee, schon wieder Offizier Crane. Oh. Na komm schon, das sah voll aus, als könnte man da springen. Ey. Gott. Okay, ich dachte schon, rutscht der noch weiter nach unten. Speicherpunkt. Muss ich da überhaupt hin? Ja, muss ich sogar leiden. Gefallen war richtig. Ah, komm schon. Sind dann lang. Ach, da kann ich mich festhalten. Okay. Muss man ja auch erstmal sehen, ne? Ich dachte, diese eine Ecke, wo ich versucht habe dran zu laufen, die war eigentlich auch auffällig. Oh nein. So. Ja, da. Sieht's aus, als müsste ich hin. Weiter mal einander. Ah, hier schon wieder so ein. Okay. Sieht's aus, als könnte ich da schon mal hin. Also weiter. Weiter geht's. Oh. Wie berechenbar. Oh ja, ich kenne deinen Namen. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, so der Padawan von der einen. Wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Ja, jetzt ein grünes Lichtschwert. Was machst du jetzt, ne? Die macht mich doch immer noch fertig. Pass auf. Oh, die hat einfach zum Dings gewechselt. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Stimmt, BD. Hier läuft schon mal besser als in unserem ersten Kampf, ne? Das ist ja auch schon mal was. Ich bin ihr haushoch überlegen. Aua. Da bestreite ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Du kannst nicht gewinnen. Na. Oh. Oh, ich hab doch angegriffen, Mann. Ah, oh, ich hab doch geblockt, ey. Na, oh, das gibt's jetzt nicht, ey. Ich greife die doch an. Habt ihr doch angegriffen, während die da drin war? Kein Wunder, dass dein Meister gestorben ist. Kein Problem. Aua. Das war eine Verschwendung. Ach, das wird schon Spaß, ey. Vor allem die Hälfte der Sachen, die ich mache, irgendwie klappen nicht. Rückel 1, nö. Ja. Alles klar. Bosse irgendwie noch sehr schwierig, finde ich.
Vor allem, ich habe die irgendwie 2-3 Mal angegriffen, während die mir einen roten Angriff war. Man könnte irgendwie meinen, das wird die abbrechen, aber nein. Ach. Na gut. Dann mal los. Gut, ist, wenn ich jetzt wieder angreife, kriege ich meine Macht und so alles zurück. Das heißt, das Beste, was man ja machen kann, ist direkt irgendwie Machtverlangsamung einsetzen, ne? Und dann kriege ich ja direkt wieder meine Dings zurück. Was war das jetzt gerade? Nee, diesen Angriff krieg ich nicht ausgewichen. Hier oben. Das ist zu einfach. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Komm her. Daneben. Oh, ich war wieder nicht zu lang. Hier drüben. Na, kriegst du mich nicht? Du langweilst mich. Au, du. Komm her. Einfach gegen die Fresse getreten. Ich bin dir haushoch überlegen. Na, er hat's schon wieder nicht gebracht. Da, die ignoriert einfach meine Angriffe. Und bitte sag mir, ich muss die nicht erledigen. Oh. Ey. Dieser Blöde. Vor allem erst kommt die so angetipost. Ja. Na gut. Ja, ich habe schon irgendwie Angst gehabt, sobald wir das nächste Mal gegen die kämpfen. Ne? Der erste Kampf schon nicht so gut aussah, aber ja. Gucken wir mal, schaffen wir schon irgendwie irgendwann heute noch in diesem Part. Ich beende den Part nicht, bevor ich den nicht erledigt habe. Könnte mir nur wünschen, ich würde ein ganz klein bisschen mehr Schaden machen, aber irgendwie schadensmäßig ist so eine Sache. Ne? Irgendwie werden wir, glaube ich, nicht mehr Schaden anrichten, habe ich so ein Gefühl. Also ja. Gut. So, nochmal. Komm her, Schwester. Ich habe schon viel Jawohl. Schlimmeres ertragen. Das ist eigentlich so der einzige Angriff, mit dem ich noch Schwierigkeiten habe. Ich verarschen. Was? Wie habe ich denn die da nicht getroffen? Boah. Du kannst mich nicht besiegen. Oh doch. Schwache Vorstellung. Ja, ich wusste, du kommst angedüst. Ah, ehrlich, ich war noch nicht mal aufgestanden. Ja. Na komm her, diesmal kriege ich dich. Noch ein Stimm. Noch einer ist mein erster. Boah, das hat sich so sehr, ne? Ich greife die an. Ich habe L1 gedrückt.
Oh! Der Kampf lief so gut, komm schon. Dann irgendwie, weiß ich nicht, die Hälfte meiner Angefangenen gar nichts an der gemacht. Habt ihr eine übergezogen, die macht einfach weiter mit ihren Angriffen und trifft mich damit, ey. Ah. Ja, lief der Anfang so gut, ey. Stehe jetzt nicht. Ich habe so ein Gefühl, ich muss die ganze erledigen. Das wird ja super. Ey. Ja, ich könnte jetzt noch, weiß nicht, einige Planeten hier erkunden. Mehr Lebensdinger und so was alles holen, aber ne. Oder mehr Stimpacks gibt es bestimmt auch noch irgendwo zu finden, ne? Die werde ich aber noch schaffen, irgendwie. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass ich die ganz erledigen muss, weil sonst, weiß nicht. Wahrscheinlich muss ich nur die Hälfte von deren HP abziehen. Aber wenn ich die jetzt schon ganz erledige, dann wird das ja keinen Sinn machen. Ich nehme an, die ist irgendwie so, weiß ich nicht, der finale Boss des Spiels. Also ja. Was gut ist, die ersten paar Treffer tun schon immer ein bisschen mehr abziehen. T-Pose. Oh, dann treffe ich auch noch nicht damit, ey, das gibt's jetzt nicht. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Ey, in die Fresse. Ich glaube, wieder nur zwei angefangen. Erst wenn du zu mir hinkommst. Kann ich sowieso nicht treffen, also. Daneben. So, langsam kriegt er doch raus. Aua. Na komm schon, läuft schon wieder voll gut. Wird jetzt echt blöd finden, wenn du mich kaputt haust. Aua. Aua, komm schon. Manche eine Parade? Nö. Scheint nicht. Was ist mit deinem Cape los? Komm schon, geh kaputt. Aua, echt? Komm her. Oh. Wie gesagt, der Kampf ist vorbei. Ich hab keinen Bock mehr. Ah. Gut gemacht, PD1. Ich hatte den Kampf voll im Griff, allerdings. Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Naja, die ist so was von. Sie gab die Position ihres naiven Padawan-Preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Sie sieht krass aus. Du bist Triller. Leibhaftig. Ja. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Was du? Ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab,
Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jaro T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Okay. Ja. Sehr große Überraschung. Also ja, war ja irgendwie sowas von klar. Also. So, und jetzt fall ich runter und sterb. Ja, wer hat das nicht kommen gesehen, jetzt mal ganz ehrlich. Gut, ich verstehe nicht, warum immer Leute mit Helmen, vor allem die Bösen, immer ihre Helme entfernen müssen. Also, weiß ich nicht. Ich meine, die sieht noch, ehrlich gesagt, bedrohlich aus. Hat noch ohne Helm auch funktioniert, aber trotzdem stört nicht, warum Leute mit Helm irgendwie so kreieren, sag ich mal, wenn die sowieso irgendwann ihren Helm abnehmen. Na, wo bin ich überhaupt? Ja, okay. Ich sage, ich bin der Partier. Und in der nächsten Folge, boom, machen wir weiter. Gucken, was uns hier noch so erwartet. Sagen wir nicht noch mal gegen die Olle kämpfen müssen, habe ich eigentlich nichts dagegen, was jetzt hier noch alles kommt. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.